Hallihallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Food-Inspo-Rezepte-Haul-Video. Ich komme gerade vom Einkaufen und bevor ich die Sachen wegräume, zeige ich sie euch einmal. Von links nach, weiß ich nicht, Radieschen habe ich gekauft. Es gibt diese Woche einen Kartoffelsalat mit Radieschen, mit Gurke. Dann habe ich dieses Rinder-Carpaccio, das war im Angebot, mal mitgenommen, das wollte ich mal probieren. Buttermilch für mein Brot, ich möchte wieder Brot selber backen. Einmal Butter, Krevetten waren auch im Angebot. Die esse ich super gerne mit Aioli und so Baguettebrot. Dann Aufschnitt, beziehungsweise das ist Aufschnitt und das brauche ich für irgendwas zum Kochen. Schinken, Zwiebelsuppe, es wird Sahneschnitzel geben. Hier drin sind die Schnitzel und Hackfleisch. Backpapier brauchte ich. Herzogin-Kartoffeln wird es bei uns einmal geben. Backfisch. Tomatenmark, Käse fürs Brot. Die geilen Dinger hier, die hat Rewe ja jetzt. Das sind diese portugiesischen Törtchen. Oh mein Gott. Sie sind nicht so gut wie in Portugal. Aber vielleicht ist es auch das Feeling, was fehlt. Aber die sind schon echt, echt lecker. Kann ich euch sehr empfehlen. Dreimal Kochsahne brauchte ich. Dann habe ich mir hier diese Limo mitgenommen. Die mag ich total gerne. Ja, San Pellegrino, die Orangenvariante. Zweimal Milch. Zweimal Chips, einmal die Sticks und einmal solche Hot and Spicy Feuerdrachen, habe ich noch nie gegessen. Nudeln und zwar Tortiglioni, dann ein Brokkoli, den gibt es glaube ich zum Fisch, wenn mich nicht alles täuscht. Streukäse, Mozzarella, zweimal Erdbeeren, dann zweimal Oliven mit Mandeln zum Snacken, eine Ananas und Olivenöl als Nachschub für Dressing und so weiter. Hatte ich euch ja schon gezeigt, Ciabatta. Genau. Das ist es. Und oh Mann, ich finde Rewe, also ich war bei Rewe offensichtlich, ich finde Rewe immer so unfassbar viel teurer als alles andere. Das hat über 100 € gekostet. Und normalerweise bin ich bei einem kompletten Wocheneinkauf immer unter 100 €. Ja, Rewe. Ich weiß auch nicht, aber ich mag gerne bei Rewe einkaufen. Weil die halt auch echt teilweise besondere Sachen haben, wie zum Beispiel hier diese Mopeds. So, ihr Lieben, wir starten heute mit dem ersten Gericht und zwar ist das Spaghetti Bolognese. Das wollte ich eigentlich letzte Woche schon gemacht haben, habe es dann aber nicht geschafft, weil wir einmal außer der Reihe gegessen haben. Deswegen gibt es das heute. Ich zeige euch einmal die Zutaten. Das ist jetzt eine ganz klassische Bolognese, die es wird, also mit Hackfleisch. Ihr könnt es natürlich auch auf die vegetarische Variante machen. Ich habe hier eine kleine Zwiebel klein gewürfelt und eine kleine Knoblauchzehe. Dann habe ich zwei größere Möhren in Würfel geschnitten. Wie gesagt, ich brauche das Hackfleisch, ich brauche Tomatenmark, ich brauche Cayennepfeffer, Kurkuma, Zimt, Paprikapulver und Salz und Tomatensauce. Das sind eigentlich so die Basics, ist gar nicht so viel. Und ich zeige euch jetzt einmal, wie ich die Bolognese dann zubereite. Ich erhitze jetzt hier einmal etwas Öl in einem Topf und dann kommt gleich zuerst die Zwiebel-Knoblauch-Mischung, wird ein bisschen angedünstet. Und dann kommen auch tatsächlich schon die Gewürze, außer dem Zimt. Denn wenn man die Gewürze so ein bisschen mit anbrät, dann entwickeln die nochmal ein bisschen besseres Aroma und dann schmeckt das Ganze am Ende auch besser. Ich habe das Ganze jetzt aufgegossen mit passierten Tomaten. Ich habe da 500 Gramm genommen. 400 würden auch reichen. Und gieße da gleich noch ein bisschen Wasser zu. Ich denke mal, ich habe mir jetzt hier so eine halbe Tasse. Ich gucke mal. Ich will nicht, dass das zu dünn wird. Ich glaube, das reicht auch schon. Genau, und werde das gleich nochmal abschmecken. Also ich lasse es jetzt erstmal so ein bisschen einköcheln, damit das Hackfleisch auch gar wird und die Möhren auch weicher werden. Und dann werde ich das auf jeden Fall noch kräftig salzen. Salz ist jetzt noch gar nicht mit drin. Ich werde auch ein bisschen Zucker reingeben, einfach um den Geschmack zu verbessern von der Tomate. Der ist ja doch sehr kräftig und um das Ganze so ein bisschen fruchtiger einfach zu machen, kommt einfach ein bisschen Zucker rein. Das ist eigentlich so ein klassisches Ding bei Tomatensoßen. Auch wenn ich unter ganz vielen Rezeptvideos immer lese, warum zum Teufel kommt Zucker in die Tomatensoße? Es schmeckt einfach besser. Also das kann ich euch sagen. Und ich werde sicherlich auch noch mal ein bisschen nachwürzen, noch mit Paprikapulver.
Vielleicht noch ein bisschen Zwiebelpulver, Knoblauchpulver könnte man auch nehmen. Einfach abschmecken, wie euch das schmeckt. Ein bisschen Zimt. Er kann gerne noch mit dazu. Das finde ich, gibt nochmal so eine spezielle Note. Also nicht zu viel, sondern wirklich nur so ein kleines bisschen Zimt. Das macht das Ganze einfach nochmal leckerer. Und dann lässt man das einfach ein bisschen vor sich hin köcheln, ne? Dass das Hackfleisch gar wird und die Möhren ein bisschen weicher werden. Und dann kann man auch schon die Nudeln kochen. Also, das ist eigentlich sehr, sehr simpel, aber ich finde, das ist wirklich ein ganz tolles Bolognese-Rezept, so wie ich das mache. Da muss ich mich mal selbst für loben. Also da habe ich auch schon sehr viel positives Feedback zu bekommen zu dieser Bolognese und ja, kann ich euch genauso weiterempfehlen. So Leute, wir kochen heute wieder was zusammen. Es ist jetzt 1,5 Wochen später oder sowas, deswegen gibt es wieder Nudeln. Ich will nicht sagen, dass wir dazwischen keine Nudeln hatten, aber ich glaube tatsächlich nicht. Es gibt heute einen Nudelauflauf und zwar koche ich jetzt hier gerade diese Tortiglioni in gesalzenem Wasser. Ich brauche, also ich mache Nudelauflauf. Al forno nennt sich das. Da kommen Erbsen rein, Sahne, Hackfleisch, Rinderbrühe, Schinken, was mich ein bisschen wundert, Hackfleisch und Schinken, finde ich ein bisschen viel eigentlich, aber ich habe das jetzt nach Originalrezept vorzumachen. Mozzarella, eigentlich kein geriebener Käse, aber ich meine, es ist Käse. Käse auf dem Auflauf gehört für mich dazu und Mozzarella reicht mir da nicht aus. Ansonsten Öl, Salz, Pfeffer zum Braten und Würzen sowie eine Zwiebel und ein, zwei Knoblauchzehen. Die werde ich jetzt als erstes mal klein hacken. So, ich schwitze jetzt erstmal die Zwiebeln und den Knoblauch in etwas Öl an. Und, das hatte ich eben noch vergessen zu zeigen, es kommt noch so ein bisschen Tomatenmark da rein. Das gibt immer einen ganz guten Geschmack und das ist gut so fürs erste anrösten und dann kommt gleich das Hackfleisch da rein und wird mit angebraten. So, die Nudeln habe ich jetzt bissfest gegart. Die kommen ja noch einen Augenblick in den Ofen. Deswegen habe ich sie nicht ganz weich gekocht oder beziehungsweise nach Geschmack. Macht es nach Geschmack, aber ein bisschen härter. Genau, die habe ich abgegossen und in diese Auflaufform getan. Ihr seht, ich mache heute relativ viel. Ich mache doppelte Menge, dann muss ich morgen nicht kochen. Genau, es sind nämlich auch 500 Gramm Hackfleisch, die ich da hatte. Deswegen habe ich die ganze Packung Nudeln auch gemacht. Ja, das Hackfleisch ist jetzt in Öl angebraten. Mit den Zwiebeln, mit dem Knoblauch und dem Tomatenmark. Dann habe ich es aufgegossen mit ungefähr 300 Milliliter Rinderbrühe und 250 Milliliter Kochsahne. Und das darf jetzt nochmal so ungefähr 15 Minuten vor sich hin köcheln. Dann kommen die Erbsen dazu und dann wird das Ganze nochmal gewürzt und kommt zu den Nudeln. Die Soße ist jetzt ein bisschen eingekocht. Ich tue da jetzt noch ein paar Erbsen mit rein. So. Ja. Genau. Die können dann noch kurz mit drin sein und ein bisschen antauen, bis auftauen. Geht ja schnell. Und dann kommt gleich noch der Schinken dazu. Dann ist die Soße komplett. Kommt über die Nudeln, also beziehungsweise wird richtig schön vermengt. Und dann kommt zum Schluss der Käse oben drauf. Ich habe hier jetzt immer noch was vom Auflauf. Es ist jetzt 2 Tage später. Wir hatten den am ersten Tag gegessen, gestern nochmal aufgewärmt und heute habe ich noch einen Rest. Werde ich jetzt nicht schaffen. Ich esse das nur, weil ich heute keinen Mittag hatte. Ich brauche jetzt irgendwas bis zum Abendbrot, um die Zeit zu überbrücken. Und ich kann euch sagen, dieser Auflauf ist so lecker. Also selbst aufgewärmt. Wir haben ihn einfach in der Mikrowelle aufgewärmt. Der ist richtig gut und der Schinken da drin, auch wenn ich am Anfang gedacht habe, der wäre vielleicht überflüssig. Der muss da rein. Der schmeckt richtig, richtig gut. Gibt nochmal so einen
richtig leckeren Extra-Kick. Ich würde fast eher aufs Hackfleisch verzichten als auf den Schinken. Die Erbsen darin sind auch super. Ja, lecker. Auf den Käse, also auf den zusätzlichen Käse, würde ich persönlich nicht verzichten, weil ich finde, das gehört zu so einem Auflauf einfach dazu. Mozzarella ist super, aber Streukäse nochmal obendrauf, richtig gut. Also ich kann den euch sehr, sehr empfehlen. Dieses Rezept werde ich mir auf jeden Fall abspeichern. Jan fand es auch wirklich sehr lecker. Er sagt, es ist jetzt nicht das Nonplusultra, das beste Nudelauflaufrezept ever für ihn. Aber er mochte den auch wirklich sehr gerne. Und ja, einfach gemacht, ne? Mit wenigen Zutaten eigentlich. Ja, lasse ich mir jetzt nochmal schmecken. So, ich habe jetzt wieder einen Haul für euch. Und zwar komme ich gerade vom Einkaufen. Ich war diesmal bei Famila mal außer der Reihe. Und oh, Famila ist auch so scheiße teuer, ne? Also ich merke das immer, wenn ich bei Famila oder bei Rewe war. Das ist einfach ein teurerer Einkauf als bei Edeka, wo ich sonst bin. Ich muss unbedingt auch mal wieder zu Aldi und sowas. Naja, auf jeden Fall zeige ich euch, was zusammengekommen ist. Erstmal, gut, das ist meine eigene Schuld, man nennt das Verpackungsopfer, habe ich mir hier Küchenrolle mit Mickey und Minnie drauf gekauft. Dann Birnen, hatte ich mal Appetit drauf. Sushi gab es da tatsächlich auch, das wusste ich noch gar nicht, dass auch unser Formula so eine Sushi-Frischmachtheke hat. Ja, ich fand es nicht so ansprechend, muss ich sagen, wie bei Rewe. Die haben ja auch so eine Eat Happy Sushi-Station. Da fand ich es einfach noch so ein bisschen, ja, ich weiß, ein bisschen ansprechender einfach. Und hier, ich habe sehr lange überlegt, was ich mir davon nehme. Ich hoffe, es schmeckt einigermaßen. Teuer genug ist es. Dann habe ich Käse für aufs Brot. Salami für Pizza. Und zwar habe ich vor, das zeige ich euch auch in diesem Video, Pizza selber zu machen. Nach längerer Zeit mal wieder, dafür ist auch der ganze Mozzarella. Und zwar möchte ich 2 Tage Pizza machen. Ich werde heute schon den Teig machen. Der kann dann im Kühlschrank verweilen und dann gibt es morgen und übermorgen Pizza, wenn alles gut läuft. So, Würstchen habe ich gekauft und zwar gibt es einen Tag Würstchen-Gulasch. Dann Hackfleisch für gefüllte Paprika. Dafür ist die hier jetzt nicht, die ist für was anderes. Ich habe aber noch rote Paprika im Kühlschrank. Butter für aufs Brot. Himbeeressig habe ich als Nachschub geholt, brauche ich immer für Salatdressings. Kartoffeln brauche ich unter anderem für die gefüllte Paprika. Knuspermüsli habe ich mir einmal gekauft und auch Naturjoghurt möchte ich gerne zum Frühstück essen. Hier die Sündenecke und zwar Coca-Cola Zero und 2-mal diese Sticks, Chips, mag ich gerne. Eier, dann passierte Tomaten, 2-mal Schmand, 2-mal Milch, 1-mal geschälte Tomaten, normales Weizenmehl, Rapsöl zum Braten kochen, Nudeln, Fusilli sind, glaube ich, für das Würstchen-Gulasch. Dann habe ich hier Serrano-Schinken und Rucola für meine Pizza. Jan bekommt Salami-Pizza. Creme fraiche brauche ich einmal. Dann werde ich noch einmal eine Quiche machen. Dafür brauchte ich diesen Teig, der war passenderweise reduziert. Hält sich aber sicherlich noch ein paar Tage. Kaugummis, Zahnpasta. Buko, pikante Kräuter für aufs Brot. Und ich glaube, das ist jetzt schon das letzte. Von San Pellegrino diese Aranciata Rossa Limo. Die mag ich persönlich sehr gerne. Und die gibt es bei dem Edeka, wo ich normalerweise einkaufe, nämlich nicht. Deswegen habe ich gleich 3 Dosen mitgenommen. Dann habe ich mal welche da. Die finde ich ganz lecker. Ja, das ist mein Einkauf. Über 100 Euro. Wow. Wow. Ach, O-Saft habe ich auch noch gekauft. Gleich so eine ganze Packung hier mit 8 Stück von der. Ich glaube, das ist auch eine Famila-Eigenmarke, oder? Auf jeden Fall gibt es die Marke, glaube ich, sonst nicht, nur im Famila. Ja. Wie eben erwähnt, werde ich jetzt den Pizzateig schon mal vorbereiten. Ich habe mir jetzt extra einen rausgesucht, der über Nacht auch im Kühlschrank bleibt.
bleiben muss und ruhig auch noch einen Tag länger im Kühlschrank bleiben kann, weil wie gesagt, soll es ja 2 Tage geben. Ich habe hier spezielles Pizzamehl und zwar ist das Typ 00. Das gibt es nicht überall zu kaufen, also heute zum Beispiel bei Famila habe ich es nicht gefunden, aber ich hatte noch was und das habe ich, glaube ich, mal bei Edeka oder Rewe gekauft. Also müsst ihr mal nachgucken, gibt es nicht überall, aber Typ 00 muss es sein. Wir brauchen ein bisschen Hefe, um genau zu sein, 4 Gramm, also relativ wenig. Etwas Salz, Olivenöl, das sind jetzt ungefähr 60 Milliliter. Und hier in dem Topf wärme ich gerade, und ich merke, es ist schon gut warm, 440 Milliliter Wasser auf. Da kommt dann gleich die Hefe rein. Hefe braucht ja ein kleines bisschen Wärme zum Aufgehen. Und ich mache das Wasser jetzt, ich lasse es schon mal wieder ein bisschen abkühlen. Es muss nämlich einfach nur ganz lauwarm sein, also ein ganz bisschen warm. So, 4 Gramm Hefe ist natürlich nicht viel, aber wenn man einen Teig so lange ruhen lässt, wie ich das jetzt vorhabe, reicht tatsächlich weniger Hefe, als wenn ihr zum Beispiel ein Brot backt und den Teig nur eine Stunde gehen lasst. Also das werde ich jetzt einmal einrühren, wenn ich den Schneebesen finde, jawohl. Jetzt habe ich hier alles zusammengefügt und jetzt soll ich das am besten 10 Minuten lang kneten mit so einer Teigmaschine, Knetmaschine. Habe ich aber nicht, deswegen werde ich erstmal den Handmixer nehmen mit den Rührstäben und dann zum Schluss noch ein bisschen mit der Hand kneten. Aber glaube ich keine 10 Minuten, das halte ich glaube ich nicht aus. Okay, ich habe den jetzt erstmal mit dem Moped hier gerührt. Ich würde sagen so 3 Minuten, relativ langsam. Und dann habe ich aber nochmal mit den Händen ein paar Minuten nachgeknetet. Und jetzt fühlt sich der Teig auf jeden Fall weich an, gleichmäßig an. Der kommt jetzt über Nacht in den Kühlschrank und morgen nehme ich mir dann etwas von dem Teig ab. Ich denke mal, ich werde den vierteln und den Rest im Kühlschrank lassen und dann mit dem Viertelteig einzelne Kugeln formen, die müssen dann nochmal eine Stunde gehen, allerdings nicht im Kühlschrank, sondern dann im etwas wärmeren. Und ja, dann formt man die Pizza daraus. Also ich werde euch morgen auch mitnehmen, aber jetzt sagen wir erstmal gute Nacht und bis morgen. Ich habe den Teig jetzt gerade aus dem Kühlschrank geholt und er ist auf jeden Fall aufgegangen. Wow. Okay, also wie gesagt, nehme ich mir da jetzt ungefähr ein Viertel von ab und dann forme ich da Kugeln draus. Die lege ich wahrscheinlich in der Auflaufform oder sowas, ein bisschen bemehlen und dann kommen die abgedeckt eine Stunde nochmal zum Gehen an einen wärmeren Ort. Ich habe jetzt den Ofen schon einige Zeit laufen auf 240 Grad Ober- und Unterhitze. Es ist auch schon voll die Hitze erreicht. Das heißt, die Pizza kommt gleich rein. Die kommt relativ weit oben in den Ofen. Dann ja, ist tatsächlich, also der Teig ist jetzt auch noch mal ein bisschen aufgegangen, aber ich kriege tatsächlich aus einer Kugel nur so eine kleine Pizza raus. Also ich hatte gedacht, es reicht für ein bisschen mehr, aber ja, gut, dann mache ich jetzt erstmal 2 kleine. Jan ist eh noch unterwegs, der ist später. Für den nehme ich dann nochmal frischen Teig aus dem Kühlschrank, lasse den dann nochmal eine Stunde gehen. Also sind diese beiden Teigkugeln hier für mich. Freue ich mich natürlich drüber. Ich hoffe natürlich, das schmeckt jetzt auch entsprechend. Und ich habe hier jetzt gerade nochmal eine Tomatensauce angerührt. Ich habe einfach passierte Tomaten genommen, bisschen Salz, bisschen Pfeffer, bisschen italienische Kräuter und ein bisschen Zucker. Und damit werde ich jetzt die Pizza bestreichen und dann belegen. Weil auf meine Pizza ja Rucola und Schinken kommen und es nicht mitgebacken wird, habe ich jetzt nur Tomatensauce und Mozzarella drauf. Ich bin jetzt so gespannt. Also die Pizza war jetzt wirklich nicht lange drin, vielleicht so 10 Minuten. Sie fühlt sich fest an. Der Käse ist schön geschmolzen. Hier wird es schon langsam braun, deswegen habe ich sie jetzt rausgenommen und wie gesagt mit Rucola und Schinken belegt. Parma oder Serrano-Schinken, eins von beiden ist das. Ja, jetzt kommt der Taste-Test. Ich bin so gespannt. Oh, bitte schmeck, bitte schmeck. Ich stelle euch hier mal ab, dann könnt ihr live dabei sein. Also, okay, sie hört sich gut an.
Guck mal, ist sogar ein bisschen fluffig. Es schmeckt nicht ganz so wie beim Italiener natürlich, weil ich habe keinen Pizzaofen, keinen Pizzastein, gar nichts. Aber für eine Zuhause-Pizza ist es, glaube ich, ganz zufriedenstellend, muss ich sagen. Oh, Parmesan mache ich noch drauf. Parmesan fehlt, ja. Ja, dann werde ich die mal aufessen und dann gebe ich nochmal ein Fazit. Ich wollte noch mal kurz ein kleines Fazit zu der Pizza geben. Ich habe es am nächsten Tag noch mal versucht, die ein bisschen kürzer im Backofen zu lassen. Und das hat mir persönlich besser gefallen, weil als ich die Pizza gegessen hatte, ich habe auch nicht die ganzen zwei geschafft, das habe ich mir aufgeteilt. Das war eher so ein bisschen Flammkuchen-Feeling, weil es halt so wirklich bretthart war. Und das hat mir dann nicht so wirklich gefallen. Und am nächsten Tag habe ich, wie gesagt, die ein bisschen kürzer drin gehabt. Habe den Teig vorher, bevor ich den in kleinere Portionen gemacht habe, auch nochmal durchgeknetet. Das habe ich beim ersten Mal auch nicht gemacht. Ob das jetzt viel gebracht hat, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber der Teig war dann halt nicht ganz so steinhart. Wie gesagt, das war ein bisschen besser, aber trotzdem ist es ein Pizzateig, der hat mich sehr an den Pizzateig erinnert, den gab es früher mal, ich weiß nicht mehr von welcher Marke, in so einer Fertigpackung, also wie so eine Kuchenmischung, so ein Pulver, halt als Pizzateig. Und ja, also irgendwie, nein, das hat mich nicht so wirklich zufriedengestellt. Dieses Rezept würde ich jetzt persönlich nicht nochmal ausprobieren. Der Teig, der war auch so fest, dass der immer wieder, ich weiß nicht, ob das am Mehl lag, ob das so gehört, der ist halt immer wieder, wenn ich den ausrollen wollte, hat sich total zusammengezogen. Also ich habe gar nicht eine richtig große, dünne Pizza hinbekommen, sondern es war immer nur so, ja, hat sich immer wieder klein gemacht. Ich weiß auch nicht. Wenn ihr vielleicht das beste Pizzarezept für zu Hause, für den Ofen habt, könnt ihr mir das sehr gerne mal schicken. Das, was ich jetzt ausprobiert habe, war es auf jeden Fall nicht. War nicht schlecht, aber würde ich mir jetzt nicht abspeichern. So, liebe Leute, ich koche heute wieder mit euch zusammen. Und zwar wird es geben, heute mal was ohne Fleisch. Und zwar eine Gemüsequiche. Hier habe ich den Quiche-Teig. Den werde ich gleich mal in eine Auflaufform geben. Ich habe leider nicht so eine Quiche-Backform, deswegen muss ich da ein bisschen improvisieren. Eier, wir brauchen Eier. Brokkoli habe ich schon mal in Röschen geschnitten. Zucchini, Schmand, geriebenen Käse und dann habe ich noch Tomaten und Rucola von der Pizza übrig. Also einfach Gemüse nach Wahl, das ist essentiell und die Eier und natürlich der Teig. Während hier jetzt der Brokkoli einmal kurz gekocht wird, so, damit er so ein bisschen weich wird, habe ich mich jetzt entschieden, einfach so eine Kuchenform zu nehmen und der Quiche-Teig, der ist praktischerweise schon rund, deswegen macht so eine runde Form auch Sinn. Und dann lege ich den jetzt damit aus. Habe ich ein bisschen eingestrichen mit Margarine, damit es nicht festklebt. Und die Zucchini habe ich schon mal in Stücke geschnitten. Die Tomaten werde ich, glaube ich, nochmal halbieren gleich. Ich hatte gedacht, es passt in die kleine Schüssel, aber nein, ich brauche ein bisschen mehr Platz zum Rühren und ich habe jetzt auch einen Schneebesen genommen. Ich verrühre jetzt gerade den Becher Schmand mit 3 Eiern und jetzt kommt noch eine halbe Packung geriebener Käse dazu und wird noch untergerührt. Dann kommt jetzt das Gemüse, sprich Brokkoli, Zucchini und die Tomaten in die Kuchenauflaufform und darüber, also den Rucola mache ich jetzt noch nicht mit rein, der kommt irgendwie zum Schluss oben drüber oder sowas und dann kommt jetzt diese Masse hier oben drüber. Ich brauche 2 Hände. Und jetzt kommt das Ganze in den Ofen, Ober-Unterhitze 180 Grad, ungefähr 35 Minuten.